Ja, und damit erstmal herzlich willkommen hier an YouTube. Es ist soweit. Der Pabura ist mal wieder live. Passiert so alle Äonen einmal, dass ich mal live bin. Es ist nicht voraufgenommen. Es ist keine Episode, die erst für Mitglieder rauskommt und dann später auf YouTube mit Versatz. Nein, das passiert jetzt gerade. Und ich dachte, wir fahren gemeinsam mal auf PL1 eine kleine Runde und schauen mal, was das für ein Spaß sein wird. Denn PL1, das kann frustrierend sein, es kann Spaß machen und noch vieles mehr. Und ich hoffe, technisch funktioniert soweit alles. Mein größtes Problem ist tatsächlich der Ton. Ihr müsst mal sagen, ob dann das Spiel bzw. die Musik oder ich zu laut, zu leise ist etc. Aber ich hoffe mal, die Musik ist soweit gut genug im Hintergrund, dass ich soweit nicht übertont werde. Und dann, wenn ich im Spiel dann drin bin, gerade mit der Lockdown, wenn es richtig laut ist, gebt mir Bescheid, ob das vom Ton und so weiter her passt. So, wir haben schon ein paar Leute hier drin im Livestream. Hallo an alle, die da sind. Und ja, was fahren wir denn heute? Ich dachte mir, wir fahren eventuell so einen semi-legalen Postzug. Oder wir fahren mal ein bisschen schnell mit einer EP09. Das semi-legale Postzug, den habe ich mir leider kaputt gemacht. Das ist ja schon mal keine Option. Ich war ja für ein Express oder für ein Post-P. Also ich stelle mich mal ein für Express mit meiner Standardnummer 1991. Der eine oder andere weiß vielleicht, warum es 1991 ist. Also, Driver Mode. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn Schönes mit einer EP09? Meter, VMAX 140. Was haben wir denn da? Ein bisschen durchgemischt. Was meint denn der Live-Chat? Sollen wir heute mal die 160 erreichen, also wirklich mehr ausreizen oder eher was Ausgefalleres fahren und dafür ein bisschen langsamer? Ich habe viel zu... Oh, wir hätten auch Nightjet. Nightjet, was habe ich denn da? Die 112A, 110... wäre auch eine Option. Wird so ein bisschen zu der Uhrzeit passen. Naja, vielleicht auch nicht. Was haben wir denn sonst noch? Güterzug auf jeden Fall nicht. Die zwei Postzüge passen nicht zu der Config, die ich gerade vorhab. Oder wir machen den Standard-Express. Vielleicht ein bisschen kürzer, damit wir bei anderen Szenarien durchkommen mit 216 Metern. Der Tetri. Ja, vielleicht machen wir den. Ich glaube, ich würde mir das schon mal kopieren hier. Dann habe ich schon mal einen Teil von der Zuganalyse. Sonst noch irgendwas Geiles mit dabei? Theorie? Nö. Ist alles nicht so meins. Naja, was haben wir hier? Regionalzug. Ah, ich weiß nicht. Nee. Also, ich will halbwegs authentisch fahren. Was haben wir denn hier? Nö, das machen wir auch nicht. Abstellen und Dekozüge, die zeige ich euch mal nicht. Das sind wirklich nur Abstelldinger. Nichts mit was man rumfährt. EP09 Lokzug machen wir auch nicht. EP08 VMAX 140, was habe ich denn da? Nö, das ist auch doof. Okay, bis was? Ich glaube, damit wir hier mal loskommen, machen wir hier den Tetri mit 216 Meter. Nochmal zur Sicherheit hier kopieren. Und gut ist.
So, Live-Chat, wie schaut's aus mit dem Ton? Soweit alles gut, werde ich übertont oder nicht? Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so für Fallen-Slider haben. Habe ich meinen Lieblings-Fallen-Slider irgendwo am Start? Ich rede da jetzt vom Troublemaker, der macht richtig geile Farblinie. Ah, der wäre da, aber ist zu. Schade. Was haben wir denn hier? Level 6, 7, 7, 16, die Zwitze. Kannst vermissbaren, Theo. oder der Pepsi. Aber der hat nur TOB. Ligoda mit Level 11. Noah wäre auch eine Option, aber kein TOW. Twoko. Ah, alles am Updaten. Ach, wie ich das hasse, wenn die Liste da einfach mal so am Rumspringen ist. Sollen wir doch einen Güterzug fahren? Sprich Postzug. Die Qual der Wahl. Nee. Warum hat Troublemaker zu? Das ist jetzt echt. TOW, sollen wir vielleicht doch einen Leerzug fahren? Meine Option wäre es, ne? Mal gucken, fahren wir vielleicht doch den Postzug. Wo habe ich ihn denn? Ich würde auf jeden Fall mit einer EP09 fahren. Das ist der Holzzug. Postzug 2, Fahrbox 100 TOW. Wenn ich jetzt die da dreimal noch 102A hinzufüge, dann haben wir 241 Meter, 458 Tonnen. 120 maximal. Also was hast du mal zum Austauschen mit einer EP09 nur 20? Und sagen wir hier EP09 242 Meter. D61 Tonnen. Da machen wir uns Lutz Bobby draus. Warum mache ich jetzt Lutz Bobby? Ein EP09 darf offiziell keinen Güterzug fahren. Ein Postzug kann auch Personenzüge, also Wagen hinten drin haben, die sie mitschleppen. Das ist eine absolute Grauzone. Weil das ist. Wenn man so ein Probe wäre, Leerzug, Personenzug, das sind umgebaute Wagen. Ich traue mich das jetzt mal. Will ich unbedingt ein Hand mit Fahrplan, ja, will ich. Will was Anständiges haben. Wir machen jetzt 1-9-1, 1-2. Multiplayer Driver Mode. Ist jetzt noch richtig? Ja, das passt. So, nochmal durchgucken. Pepsi wäre jetzt da. Aber bei der Bahndirektion direkt rein. Troublemaker, soll ich mal anklicken? Wo ist er jetzt hin? Troublemaker. Nein, ah, da wollte ich jetzt nicht hin. Troublemaker, danke. Bitte mach auf. In der Vergangenheit hat er schon aufgemacht. So, nochmal gucken.
Nein, komm jetzt. Scheiße, Passenger. Ah, ich muss nochmal schnell ändern. Den da, Troublemaker, rein, los geht's. Yes! So, und jetzt wird's spannend mit dem Sound. Troublemaker, oh ja, er ist da. Sehr geil. Nummer 1 dann. 1991. So, Game Sound. Könnte jetzt zu laut sein, aber eben, da müsst ihr mir jetzt mal sagen, bis dann ist. Erstes Instrumentenbeleuchtung machen wir an. Die Zeiten werden wir noch kurz anpassen. Södle. Das passt. Mal kurz gucken. Was kommt auf uns zu? Ja, wir werden auch da vorne rangieren müssen. Hello. And thanks for the spawn. EP09. Ah, das stimmt schon immer. EP09. VMAX 160 X. Richtig schreiben wäre natürlich gut. Express. About 2 hours to 3 hours. No hurry. Sehr gut. Das war das. Quick Breaker. Ne, warte mal, erstmal machen wir hier ein Radio an. Ah. Falscher Button. Geil. So, dann gucken wir uns mal an. Unsere Lok, die ist noch kalt. Hat er mir? Ne, hat er nicht. Okay. Unser Verband, der Einheitsverband, wie man ihn halt kennt. Ja, ziemlich Standard. Also ich wäre am liebsten mit Vollgrün oder sowas unterwegs gewesen. Oder halt den Postzug. So. Passt. Geh mal rein in die Look. Cabin Lights machen wir für den Moment erstmal an. Rangierfahrt erwarten, sprich, wir machen. Wo ist denn der? White Headlight machen wir an. Ich habe normalerweise mein Stream Deck, wo ich da die ganzen Buttons zugewiesen habe, aber. Ist gerade belegt mit der Streaming-Option. Auch das passt. So, Kickbreaker. Und da wird's laut. So, das ist jetzt der Moment, wobei ich sehe gerade. Ich glaube, das Spiel ist ungefähr gleich laut wie ich. Machen wir das mal so. Passt es jetzt so von der Lautstärke? Die EP09 mit dem Lüfter im Hintergrund und ich im Vordergrund mit meiner Stimme. Ach ja, wenn wir schon mal dabei sind, Zugschluss kontrollieren. Das ist so ein ganz heikles Thema. Eventuell mache ich mal TD2 noch ein bisschen lauter. So, Zugschluss, Hammer. Das passt. Noch gibt es da schon mal keinen Stress. Er hat jetzt zwei Züge und den Fahrplan.
den Rest dann durchheizen. Jetzt einmal auf A1, einmal auf KZ. Könnte noch dauern, bis wir hier wegkommen. Aber das ist halt TD2. Also Regel Nummer 1, in TD2 läuft das Ganze nicht so schnell. Das gleiche auch als vorne Slide. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass Personen mit der Erwartungshaltung reingehen, dass in TD2 sofort Action ist, sei es als Vordersleiter oder als Fahrer. TD2 ist eine Simulation mit echten Leuten und da dauert es, bis man was los ist. Also seitens, bis man mal einen Fahrplan bekommt und seitens Vordersleiter, bis man einen Zug durchkommt. Ich meine, ihr müsst ja verstehen, wenn ihr da jetzt eine Station ganz frisch aufmacht, dann bekommt ihr erst dann einen Fahrplan, wenn halt jemand in TD2 reingekommen ist, nach euch, sollte er einen Fahrplan haben und dann wird er über eure Station generiert. Nicht so wie in Simlay, wo wir den fixen Fahrplan haben und ihr dann sofort Action habt. So, möge das Wartespiel beginnen. Eigentlich brauche ich ja nur die Weiche beobachten. Sobald sich die umlegt, kann ich dann fahren. Ist auch so ein TD2-Bug, der mich echt ein bisschen triggert. Die Zunge da, die liegt nicht an. Das sieht furchtbar aus. Ich meine, klar, es geht eigentlich nach da links unten, aber trotzdem. Das geht nicht. Die muss da dran liegen. Das sind ein paar Millimeter zu viel Toleranz. Hi, Kollege. Mit einer T-Pose. Der liebe Gargolek. Und so wie es aussieht, hat er einen Halt da vorne. Gut. Gehen wir mal vor, wir haben ja sonst nichts zu tun. Was meint ihr? Das Spiel vielleicht noch ein Tick lauter oder passt jetzt gerade so? Oder Musik lauter, je nachdem. Das ist so gemein, wenn man ein Mischpult hat. Für mich klingt das alles anders. Also von der Lautstärke her. Mein Kollege, das dürfte der andere sein, ohne Fahrplan. EP09023. Stellwerk. Der wäre sogar drin, hä? Liebe Leute, Troublemaker. Troublemaker in C-Form. Wo ist der Eingang dazu? Da. Oh. Guten Tag. Okay. Ich glaube, die Lichtshader sind hier ein bisschen am rumfuchsen. Ich will ihm jetzt aber auch nicht auf den Sack gehen. Ich geh mal lieber. So, zurück zum Bahnhof. Beides kann ein Tick lauter. Machen wir das mal. So, dann Musik ein Tick lauter. So, aber nur so ein bisschen lauter. So, Kollege hat Ausfahrt. 1600 Express. Wo ist der? Ach, das ist er. Er hat Ausfahrt. Alles klar. Ja, ich glaube, ich habe mir gerade genau die Station ausgesucht, wo ein bisschen was los ist.
Ich will aber andererseits den Troublemaker keinen Stress machen. Ich hatte jetzt rausgeben, er ist also fleißig irgendwas am geilen Plan. Man hat doch nie einen schlechten Fahrplan gemacht, der Troublemaker. Ich will ihm seine Arbeit auch nicht ruinieren. Was? 1600? Da kommt bei mir um die Stelle weg. Bisschen was los. Drei Züge stehen. Einer fährt. Shunto Track 3. Oh, es geht los. Liebe Leute, wir dürfen fahren. Achtung, Spiff. So. Einmal nach vorne hin. Sicherung. Los geht's. Hätten wir das nochmal kontrolliert. Also jetzt nochmal so als Lautstärkenreferenz. Meint ihr, das Spiel soll lauter oder leiser? Weil OBS sagt mir, die Lok ist verdammt laut. Der ist offen. Jetzt ist die Lok doch lauter. Gut, dann machen wir die mal leiser. Und ich mache mich mal ein bisschen lauter. So, ich hoffe, so ist es jetzt besser. Das ist der Vorteil vom späten Edit in Premiere oder Pro. Da ist dann der Lautstärkeunterschied kein Problem mehr. Gut. Kommt alles mit, das passt. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, jetzt nachzugucken. Ach du heilige Güte, wir haben einen Fahrplan. Aber besser, dann schauen wir uns gleich mal an. Wir fahren erstmal bis zum Bahnsteig. Und versuchen dabei nicht zu schnell zu sein. Moin, Kollege. Dachte, ich sag mal Hallo beim Regiozug. Ah, beide Panthers oben. War jetzt aber Ausfahrt. Guck mal auf deine Discord-Nachrichten. Ne, gerade nicht. Gerade ein bisschen unpassend. So der nächste mit No Timetable. So, dann passen wir mal kurz die Lichter an. Ich werde das mal ganz kurz Stream Deck bei mir anpassen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das eingeplant habe. So. Und es werde Licht. Sehr geil. Funktioniert. Und den zweiten Panto machen wir fürs erste auch mal hoch. Zumindest solange wir stehen. So, Chatnachrichten können wir ignorieren. Geht uns nichts an.
Gut, gut. F11. Wir könnten jetzt noch das Wetter anpassen. Ich meine, ich habe jetzt hier leichten Schneefall drin. Wir könnten das noch auf etwas anderes machen, wenn ihr wollt. Währenddessen gucke ich jetzt doch mal kurz Discord. Aber dann... Ach so, okay, alles klar. Ah, gibt's von hier? Nee, das ist alles hell, hell, hell. Gerade in Funktion. Ich meinte, ich hätte noch einen Schalter gehabt für... Timetable. Mach das mal an. So als kleines indirektes Licht. Ansonsten brauchen wir hier eigentlich gar nichts. Okay, Fahrplan. 35 Abfahrt. Psari, Kleschko, Konowice, Alexander Kujaski. Das erste Mal auf 120 runter. Zawadoku, Bilichobo, 5 Minuten Aufenthalt. Bagri, Ogo. Da wird 160, 140 bis Sitznia. Haben wir auch nochmal eine kleine Pause. Zyratro, eine Minute. 160, 120. Zori nochmal eine Minute und Endhalt in Cassetti um 22:14 Uhr. Echtzeit. Ich dürfte jetzt schon mal Wetten abschließen, ob man da pünktlich ankommt. Okay, was nehme ich mal als nächsten Marker? Ich glaube Alexander Kujaski. Weil ich da runter muss auf 120. Da wird es mit 60 rausgehen. Sari, Kleschko, Konowice. Ja, läuft. Das ist doch mal kein schlechter Fahrplan. Der Typ ist einfach ein Meister. Gibt schon mal einen Daumen nach oben. Gute Sache. So, wie sieht's denn aus? Live-Chat. Wer von euch ist denn auch in TD2 gerade unterwegs? Und wen werde ich eventuell sehen? Beziehungsweise haben wir FDLs unter uns, bei denen ich durchrauschen werde? Ich glaube, ich möchte die Musik noch ein bisschen anpassen. Zumindest will ich die... Nee, lassen wir es erstmal so. Domkens kann sehen, aber null Züge. Wie jetzt? Achso, nee, ich hab was. Wollte gerade schon sagen. So, also was für einen Moment so aus. Was dürfte er zuerst fahren? So, gehen wir Schmackes. So, dann Halbzeit. Ich glaube, hier bleiben wir erstmal. Ah, Stromabnehmer. Shift.
Und wir können Gas geben. Nice. Höchste Stufe. Hier mit dem zweiten Schalter runter. Also, Live-Chat, was meint ihr? Wer von euch sagt, wir kommen pünktlich an? Wer von euch sagt, wir kommen überhaupt gar nicht an? Und wer, wir sind verspätet? Also niemals was. Niemals pünktlich. Niemals, dass wir ankommen. Niemals, dass wir verspätet sind. Wenn du bei mir doch Rohgut musst, schwierig. Ankommen ja, aber nicht pünktlich. In denen zwei steht nichts festgeschrieben. Ja, wohl wahr. Habe ich Schrober im Fahrplan? Ja, habe ich. Und 20.47 Uhr. Da will ich mal hoffen, dass ich pünktlich durchkomme. So, wir schalten mal runter, wir sind zu schnell. Erst im Sari heißt es Rasen. So bis jetzt 237 Kilometer. Nice. Länger als eigentlich geplant. Oh geil. So. Vollgummi. So, wir haben jetzt Maximum Stoff drin. Level 2. Hey, mal hallo. Geil. Leimsache nicht vergessen. Ja, ich glaube, von der Seite, wo ich jetzt gerade reinfahre, das ist, glaube ich, die Gora-Seite. Da habe ich die Lager auch nicht. Dafür habe ich eine hauptneutrale Sektion. Nice. Musik? Ja doch, läuft doch. Okay, ist einfach zu laut. Yoshi reißt sich zusammen. Wir kennen Radio Stop gedrückt, solange nicht notwendig ist. So, gehen wir runter mit der Leistung. Ne, ich hab's eh schon verpasst. War der falsche Schild. Aber er hat mir keine gewischt. Ah, warte mal, wie schaut's denn aus mit den dynamischen Pantos? Machst du was? Ja, er bewegt sich. Das wird bei alten Szenarien noch zum Spaß führen, weil ich da einen Kontakt verlieren kann. Turbo zum Beispiel ist so eine Szenerie. Kurz nach der Ausfahrt vom Bahnhof klatscht mir da jedes Mal eine, wenn ich da die dynamischen Pantos anhab. Sari selber um 1:50 durchfahren. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, die Schnellfahrstrecke hier abzufahren. So, gehen wir runter. 161.
Der Elki müsste uns dann irgendwann mal entgegenkommen. Gehen wir auf die niedrigste Stufe. Ich würde mal sagen, für YouTube werde ich mal die Helligkeit mal ein bisschen hochstellen. Immer 2 Stunden noch minus. YouTube hat also die Eigenschaft, schwarz nochmal schwarzer zu machen. Ist dann geil für später. So, Stream. Bei euch noch alles okay? Tontechnisch, bildtechnisch. Mach es gut. Kein Fail. By the way, wenn wir schon mal hier bei Trading Driver 2 sind, möchte ich gerade noch mal an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung machen. Morgen um 14 Uhr findet wieder ein TD2 Event statt, nämlich der Fahrtag von 14 Uhr bis 20 Uhr. Was ist der Fahrtag? Das ist ein Event, was ich jetzt schon ein paar Mal veranstaltet habe. Das ist vor allem für Anfänger ganz interessant. Da könnt ihr mal Trading Driver 2 spielen, ohne dass ihr Befürchtungen haben müsst, dass euch vielleicht die Beschwerde ins Haus reinflattert, weil er irgendwas falsch gemacht hat bei der Gleiszeit oder sonstiges. Moin, Kollege. Einmal die Lichtstube. Und das Einzige, was man dafür machen muss, einfach auf unseren Discord-Server kommen. powerline.com/Discord. Und ab 14 Uhr in den TD2-Bereich reinkommen. Einmal kurz den Guide lesen, wie der Vortrag funktioniert. Ich meine, es ist ganz einfach. Private Session-ID eingeben. Ihren Launcher. Und dann geht's schon los. Wir haben eine fixe Strecke. Die Fahrdienstleiter wissen alle Bescheid. Und dann könnt ihr erstmal, ja, fahren lernen. Oder FDL lernen. Gut, FDL sind schon alle schon vergeben. Und dann mit unserer deutschsprachigen Community erstmal ein bisschen TD2 kennenlernen. Mit den Fit-Sites für PL1. Immer ein nettes Event. Und ist jetzt auch nicht ganz so stressig wie auf PL1 teilweise. Ist relativ ruhig. So, die Sektion habe ich jetzt gesehen, aber ich war unter 400 Ampere. Kommt es auf jeden Fall am Morgen mal vorbei. Fahrtag fast vergessen. Schande über dich. Der war diesmal sogar rechtzeitig angekündigt. Mit gut Vorlauf. Ist irgendwie schade, dass keiner hinter mir ist. So, gehen wir mal ein bisschen Schmackes. Ich habe ja schon die Idee für das nächste TD2 Video, beziehungsweise ich bin mal überlegen, ob ich das nicht sogar als Livestream mache, aber ich habe ein bisschen Angst, das als Livestream zu machen, also war es das Arcadia-Treu, die alte Variante. Ich kann nicht... Ja, shit, jetzt hat es mich erwischt. So, Quick Breaker. Mal drin. So, hochschalten. Das war so klar, dass mich erwischt. Im Sari hat mir keine Ausfahrt gegeben, so wie es aussieht. 45. Ja, da ist schon noch am Blinken. 3 Kilometer noch. Da sehe ich schon die blauen Zwerge. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Psali.
finde es echt ein bisschen schade, dass ich da auf der anderen Hauptstrecke diese 60er-Lar reingeschmissen haben. Ich meine, klar, Anfänger. Und dass man da die Züge ausbremsen will. Trotzdem ein bisschen nervig. Ich bin nach wie vor für die Option, dass man diese Lars irgendwie dynamisch ein- und ausschalten kann. Oder zumindest auf einem gewissen Level ein- und ausschalten kann. Dass man. Junge! Du stehst gefährlich. Just saying. Moin, Kollege. Kommt mir bekannt vor. So, Psari, wie schaut's aus? Wir haben 48. 1,50 geplante Durchfahrt. Gib mir die Verfrühung. Die brauche ich für später. Naja. Na gut. Oh, ziehen wir mal vor. Oh. Sag mal. Geil. Aha. Da, plus plus. Sehr gut. Langsam rollen, the way to go. So, wir können immer noch rasen bis AK. Dann 100. Oh, die Einfahrt in Alexandru Kojaski, da bin ich schon mal gespannt. Shit, ich hab jetzt. Ich habe jetzt leider die Einblendung nicht, die was ich bei TSW4 habe mit, das muss so. Ich wollte sowas ähnliches eigentlich in TD2 machen mit, ich habe keine Einfahrt. Muss jemand von euch mitzählen, wie oft ich keine Einfahrt gekriegt habe? Ich war in Psari, klar, haben wir einfach SBL gehabt. Schauen wir, was in den nächsten Szenerien ist. Ja. Man könnte auch einen Counter haben, wie oft ich da die Lok zurücksetzen darf. Sind wir da drin? Yoshi, tu mir doch mal den Gefallen und zähl mal mit, wie oft ich im Verlauf der Fahrt keine Antwort kriegen sollte. Dann vielleicht haben wir eine ideale Fahrt und wir kriegen überall Einfahrt. Wer weiß. Dann wage ich zu bezweifeln, aber Wunder soll es geben. Oh, Maximum Schmackes. Also 1, 2, Alexandru. Glaub doch mal an die Station. Vielleicht erkennt jemand, dass ein Zug reinfährt und dass er Einfahrt braucht. Bin ich mal gespannt. Nächster Wechsel. Please wait. Loading. Ja, da sehe ich schon etwas, was ich nicht sehen will.
Glitchcaro, Alex22. Ja, da Dani unterwegs. Oh mein Gott. Wir können durchheizen. Hier können wir nicht. Scheiße. Jo, einmal runterbremsen. Hallo Bahnübergang. Wo ist er? So, Bahnübergänge nehmen wir mit. Die werden gesichert. Da wird nicht durchgeheizt. Ja, Dani macht genau das Gleiche. Ich würde mal sagen, da sind gerade hinten Getränke geflogen. Oh, Dani, machst du gerade für mich die Arbeit? Ja, er fährt drüber. Schranke ist unten. Also, wenn der Dan jetzt gerade den Weg blockiert, dann glaube ich, können wir erstmal heizen. Ach ja, so viel zum Heizen. Danke, Dani. Gute Fahrt, Dani. Ernst jetzt? Der nächste. Ich sollte hier eigentlich mit 160 düsen. Hallo, Bahnübergang. Das. Ist ein Fest. Ist eine Freude. Also so viel zur Pünktlichkeit. Warum waren sie heute zu spät? Weil Bahnübergang. Mehrfach. Ich glaube, der war hinter dieser Waldgrenze. Aha. Kommt der nächste. Aber nicht hinter mir. Ja, der Kollege fährt auch langsam. Was war denn noch Vorbild heute? Fix your Bahnübergang, please. Aber immerhin, Schranke ist unten.
Gut. Ich meine, wir fahren ein bisschen zu schnell drüber. Aber ist gesichert. Können wir Gas geben. Für die nächsten 100 Meter. Aber wenn jetzt hier jeder Bahnübergang eine Störung hat, also dann... Ja, ich drücke ja schon. Hat keiner gesehen. Clashco. Punkt 8 durch in 2 Minuten. Ja, Obachtung, also manchmal sind die beim Übergang jetzt ganz oft als Timeout angezeigt, obwohl die drüber gehen. Da war ich ein bisschen spät, aber immerhin nicht geflogen. So, komm, 160, geht schon. Eine Minute noch bis Clash kommt. Mehr Gas habe ich nicht mehr. Würde mal schätzen, plus 2. Mal kurz gucken. Ah, eventuell plus 3. 2 plus 3. So, rein von der Verspätung her. So, ab jetzt geht's. 20 Uhr. So, da vorne ist dann... Ja. Da kommt es eine Industriegleis daher. Echt nur eine Minute? Okay. So, dann waren wir hier bei Clashco einmal durch. Hätte schlimmer sein können mit den Bahnübergängen, wir hätten aber auch schneller sein können. In 10 Minuten sollst du bei mir eintreffen, ob du das schaffst. Ja, ich hoffe aufs Beste. Ja, wird schon wieder erwischt. Na, lass mich gar nicht zurücksetzen. Ah, jetzt wird so richtig erwischt. Komm her. Na komm. Okay, einmal volles Programm. Alles klar.
Jetzt komm. Einmal Reset. Willst du mich verarschen? Was zum... Warum hat's mir... Sag mal... Was ist denn das jetzt? Sag mal. Batterie. Wo ist der Batterieschalter hier? Das ist ein guter Input. Heating. Fuse Reset, komm. Differential, Indicator Lights, Quick Breaker, SAP. Sitzen da vorne sieht es einigermaßen gut aus. Sag mal. Das ist die J. Dankeschön. Das hat mich jetzt gerettet. So, Quick Breaker Reset. Komm jetzt. Und die Maschine läuft wieder. Ach, wie gut, dass ich da vorne sowieso wieder anhalten muss. Läuft. Wie habe ich denn jetzt die Batterie abgeschalten gehabt? Geil, also das ist auch ein First für mich. So, haben wir hier noch alles an, das passt. Einfach ist es der Schalter, muss ich nochmal nachgucken. Stichwort Tutorial EP09, wer noch was? Oder wie habe ich die Batterie ausgekriegt? So, wir werden jetzt so da vorne gleich mal anhalten. Dann werde ich mal schnell auf den Nachbarsitz gehen. So, mein Kollege. Ich will mal kurz nach links gucken. Was haben wir denn hier aus? Viper, Indicator Lights. Ach, da ist Battery. Aber warum ist Battery überhaupt geflogen? Was habe ich Doofes gemacht? Dass die Batterie ausgegangen ist. Oh Mann. Kubikopter, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir kommen das aber an. Gab schon ein, zwei Schwierigkeiten, teilweise von mir verursacht. Jo, maximalische Magis. Was sagt denn momentan Stationik so zu meinem Fahrplan?
Ja, Theo, das ist mir schon klar, aber ich will sie nicht ausreizen. Plus eins. Bahnübergang, der wieder funktioniert. Wisst ihr, was ich glaube? Ich werde mal den dynamischen Pantographen abschalten. Sonst wird es ein bisschen nervig. So daneben. ...120, Alexandro Zimnise, Borowiki, Willichowo, Onit halten, der erste, ah doch, Willichowo Klone, der erste Halt. Nicht ganz 20 Minuten. Ich dachte immer, dass TD2 kostenpflichtig ist. Ich lade es jetzt runter. Nö. TD2 ist komplett kostenfrei. Genauso wie Maschinista, oder was man mal ausspricht. Aber der einzige Nachteil ist, TD2 ist einfach sehr streng mit den Regeln. Das ist jetzt nicht einfach so zum Gamen wie Simray. Das ist einfach mal so vorweg. Ein Bann kassiert man hier schnell, wenn man nicht nach den Regeln spielt. Maszyla. Danke, Donkey. Wobei ich das auch garantiert auch schon wieder falsch ausgesprochen habe. Oh, 2,8. Söderem 1,5. Boah, ich habe jetzt mal einen Zug. Ich bin seit 19 Uhr ins Kase und habe jetzt erst einen Farblauf bekommen. Ja, willkommen zu TD2. Wobei, teilweise glaube ich, ist es auch nicht gerecht verteilt. Ich meine, gerade Alexandro Kajaski ist so eine Station, die wird einfach zu gemüllt mit Farbplänen. Und dann schaut man sich beispielsweise Rudnik an. Da kommt dann wieder nichts. So, Alexandro. Einfahrt, ja oder nein? Erstmal Standbild. Auch gut. Oh, TD2, bitte schmier mir jetzt nicht ab. Ich möchte nicht irgendwo spawnen. Ja. TD2, Moment. Timeout. Bitte nicht. Komm, Szenerie, lad, du schaffst es. Oh, Wahnsinn. Ach du, was ist denn das für ein Textroman? Ich lese da schon mal irgendwas mit Kick und Skaga. 40, okay, der hat mir mal Einfahrt gegeben bis zum Bahnsteig.
Weil das 40er ist das Signal vorm Bahnhof. Wenn das Ausfuhrsignal hier rot ist. Falscher Button. Ach du Heilige, wir haben Durchfahrt. Ja, Wahnsinn! Und das sogar auf der kurzen Einfahrt. Und da war es jetzt genau umgekehrt mit der 40er, das wäre das nächste Signal da gewesen. Boah, Wahnsinn. Einmal durchheizen. Ja dann, tschüss Alexander Kajerski. 3 Minuten Verspätung. Das nächste ist Zivnice. Ja, ich glaube, das werde ich eh nicht mehr reinkriegen. Oder einmal nach oben. Orki und Modling Co. Warum genau die Kombi? Also mein absoluter Favorit momentan ist Vievo, ist ein Anfängerstellwerk, komplett mechanisch, also das Ausbilderstellwerk eigentlich. Kommt ja noch wieder dazu, beziehungsweise Konami-Glieder werden das schon gesehen haben. Die Station mag ich. Da zweigleisig, man hat ein paar Ausweichgleise, man hat so ziemlich alles, was mechanisch vorkommen kann. Ist eine nette kleine Station. Kann man ein bisschen Spaß dran haben. Das nächste größere, wo ich mich jetzt ranwagen möchte, ist bei Arcadia. Da würde ich mal ein bisschen reinfuchsen. Ah, soll ich mehr Schmackes geben? Gleich dreimal Deutsch. Six Echo, Dani und ich. Ich glaube, jetzt gebe ich mal Gas. Boah, einmal hoch, bitte. Ja, ich fahre OP. Ich habe einen Six Echo, der auch in meine Richtung will. Schön, Party. Oh, was macht der? Alles zu. Wunderbar. Die 1670, der müsste uns entgegenkommen und der andere müsste irgendwo auf der linken Seite stehen. Theoretisch, je nachdem wie weit er schon rangiert ist. Es ist ja grundsätzlich auch eine geile Station, da hat es da hinten so einen geilen Güterbereich. Die Strecke geht noch recht weit nach da hinten. Mein Sehen und tschüss. Ah, da ist er ja. Und auch da können wir wieder durchheizen. Mensch. Grüne Welle heute. Tankzug. DBR Fragezeichen. Ja, der macht sich bereit für die Abfahrt. Ja, siehst du eh schon. Ich wünsche dir was. Gib einen Daumen nach oben.
Findest du Simray besser? Schwierig. Ich sage mal, wenn es um den Realismusgrad geht, wenn ich jetzt mich wirklich wie ein Baner fühlen will, sei es jetzt Fahrdienstleiter, Lokführer, dann ist TD2 auf jeden Fall besser. Wenn ich jetzt aber ein bisschen casual spielen will, ein bisschen entspannter und auch schöne Grafik haben will, dann definitiv Simray. Bei Simray fehlt einfach ein bisschen der ernsthafte Ansatz. Weil da kannst du eigentlich Blödsinn bauen und es passiert nicht wirklich was. Und halt einfach auch entsprechend auch rumfahren oder Fahrdienstleitern. Aber du hast eine schöne Strecke, du hast schöne Loks. Man kann da schon seinen Spaß haben. Vor allem auf dem DE1, aber was auch teilweise im Westen so abgeht. Aber das ist ein Thema für sich. TD2 ist so eine Hassliebe. Man liebt es und hasst es zeitgleich. Einerseits, weil es so authentisch ist und andererseits, weil es so streng ist und teilweise auch wegen Personen. Aber es macht auch irgendwo den Reiz aus, dass es halt wirklich heißt, ja, du musst halt wirklich nach den offiziellen Vorschriften fahren. Das macht das ganze Fahrgefühl und auch das Arbeiten als Fahrdienstleiter authentischer. Auch wenn du halt entsprechende Backpfeife kassieren kannst, wenn du Blödsinn baust. Also, ich spiele lieber TD2 als wie Simray. Soll aber nicht heißen, dass Simray schlecht ist. Es hat beides so richtig schlecht. Ich würde mir bei Simray wünschen, wenn es da auch so eine Art Realismus-Modus gibt. Man sagt, okay, man spielt nach den Regeln. Und wenn nicht, dann gehst du weg. Oder dass man zumindest wie so ein Server aufmacht, okay, man spielt wirklich nach Vorschrift. Du kannst ja von mir schon diese Arcade-Server geben, wo die Leute dann ihren Blödsinn halt machen. Oder Casual spielen, aber das wäre noch nice, wenn es da so ein Äquivalent gibt. Und dann ist auch der Nachteil bei Simray, du hast halt eine fixe Strecke. Die fährst du halt irgendwann 10, 15 Mal ab und dann hat man es halt gesehen. Da kann wieder TD2 punkten, nachdem die ganzen Stationen hier dynamisch gelinkt sind. Das ist eigentlich jedes Mal eine andere Fahrt. Ich meine, klar, du hast die Standard-Szenarien, die fast immer wieder online sind. Aber ansonsten ist eigentlich jede Fahrt anders. Es wiederholt sich nicht. Und dumm gesagt auch, ja, Simrail ist auf jeden Fall anfängerfreundlicher. Weil in TD2 einzusteigen ohne Vorkenntnisse ist sehr schwer. Also ich hatte nicht Simray als Hilfe und ich habe schon ein bisschen gebraucht, bis ich in TD2 reinkommen bin. Aber wenn man natürlich vorher Simray gespielt hat, dann kommt man in TD2 leichter rein. Aber das ist auch dann wieder gefährlich. Es gab dann auch schon Kandidaten, die gemeint haben, ja, ich bin in Simray der absolute Experte und kann jetzt TD2 spielen. Ja, so läuft es nicht. Also, da ist TD2 ein bisschen zu speziell. So, 80 und dann 0. Das kannst du haben. Da war die Tafel für 80. Das muss reichen. Ja, ich muss sagen, wir kommen überraschenderweise gut durch. Ich will jetzt mal ein bisschen nach oben. Ja, und ihr könnt schneller fahren. Ist ja eigentlich auch keine schlechte Station hier.
So, mein Kiebel. Da müssen sie wohl fahren. Ah, warten, Entschuldigung. Oh, noch sei er mit Risiko. Ja, dann. Gute Schicht noch. Gute Schicht noch. Wir geben mal ein bisschen Gas. Zabaloka, wo ist das mein Fahrplan? Da, 20, 2 Minuten. Ein bisschen Zeit aufgeholt. Da hat sich das mit dem Zug, den ich im Plan hatte, auch erledigt. Es ist ja auch so die zwei Momente, ne? Da kannst du zugeschissen werden mit Fahrplänen. Und dann denkst du, oh ja, jetzt wird's richtig stressig. Dann schaust du 2 Minuten woanders hin, schaust wieder hin. Ja, Hälfte der Züge wieder weg. Und dann gibt's auch diese Fahrpläne, die teilweise so ein 30 Minuten PH oder sonstiges haben oder PT. Oder denkst, okay, da kann man jetzt Bingo spielen. Werde den fahren oder nicht? Und tatsächlich ist es wirklich 50-50. Also manche ziehen es wirklich durch. Und wenn die so einen fetten PH haben, die fahren das. Kommt jetzt so oft vor, aber ich hatte schon so Züge, die bleiben einfach knallhart eine halbe Stunde dastehen. Und schon wieder 80. Oder bald gut. Schon wieder der Dani. Sag mal, fährt er jetzt meinen Fahrplan einfach entgegen? Sag mal, der Dani, der verfolgt uns. Einfach nur in die Gegenrichtung. Den Stumpf durchziehen. Nee, wenn ich jetzt irgendwie vor... Ich glaube, mit dem Personenzug weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber so ein Güterzug und ich schaue mal nebenbei auf YouTube irgendwas an. Mache ich fast immer, wenn ich irgendwie mit dem Zug fahre. Dann, ja klar, dann stehe ich auch mal länger. Und wenn dann der FTL sagt, ja, kannst du mal früher losfahren, dann passt es. Da bin ich eigentlich ziemlich stressbefreit. Wir kommen jetzt von hinten rein, ne? Ja. So, da haben wir den 80er und dann können wir noch ein bisschen heizen danach. Und wenn wir da jetzt gut durchkommen, dann sind wir wieder planmäßig in der Zeit. Fürs Erste. Ja, ist die kurze. Ah, lange. Ruhe, mal wieder verwirrt. Endlich mal anhalten. Jetzt sind wir eh gut gefahren. Also ich meine, was ist mal los? 19:35. Bis jetzt knapp eine Stunde durchfahren. Mit vielleicht einem kleinen Upsi dazwischen, aber ansonsten sind wir jetzt eine Stunde gefahren. Also von einem Chaos-Level von 1 bis 6. Wo 6 Bravour-Level ist und 0 normal, würde ich sagen, was sind 2,5 bis 3.
Was mich nervt, ist generell, dass BTS von den meisten FTS völlig ignoriert werden in TD2 und 7, weil ich meine, die haben schon ihren Grund, warum es sie gibt. Stimmt, aber es gibt doch auch Fälle, wo man sie doch mal kürzen kann. Ich meine, klar, ich meine, die Fahrdienstleiter müssen das ja für sich ja gut einschätzen können. Kann ich den Zug vorher annehmen oder halt nicht? Was hat das vielleicht für Folgekonsequenzen, wenn man sich den Fahrplan plus drei Züge erstmal anguckt, was da so noch kommt und ob man vielleicht für einen anderen Zug Platz braucht, etc. Ich glaube, bei TD2 ist es sehr wichtig, dass man genau sowas prüft, bevor man Zug vorab der Zeit annimmt. Aber ja, gerade bei Lisco zum Beispiel, wenn da ein Zug reinkommt, der einen fetten PT hat und da kann dann weiter, weil ich dann keinen Anschluss habe, wo der belegt ist, dann schicke ich den Zug halt weiter. Andererseits, als derjenige, der den PT hat, ne, könnte man sich denken, ja, jetzt habe ich mal einen längeren PT, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, kann erstmal Pause machen. Hat schon seine Vorteile. Oder, wenn man Verspätung hat. Und Verspätung kassieren in TD2 geht ja recht schnell. Hab ich jetzt ein paar mit Pfeifen vergessen, Entschuldigung. Aber da super Puffer, um dann wieder pünktlich zu sein. Ja, in 5 oder 10 Minuten, aber dann nicht wundern, warum ein Stau entsteht. Ja. Ich meine, aber da scheitert es halt ein bisschen an der Kompetenz am Fahrdienstleiter. Wenn er es dann halt falsch einschätzt, welchen Zug er dann annimmt. Ob er PD kürzt oder nicht. Ja. Noch weiter fahren. Ich muss sagen, bei recht langen Fahrplänen finde ich sogar ganz gut, wenn ich einen PT habe oder einen PM beispielsweise. Gerade die PMs, die sind eigentlich immer recht großzügig eingerichtet. Die werden nur dann ein bisschen kritisch, wenn man mit Verspätung reinkommt und man dann einen FTL hat, der vielleicht ein bisschen schlaft. Aber ich meine, so einen grundsätzlichen PT kann man in 8 bis 10 Minuten hinkriegen. Wenn man gut ist und weiß, was man tut. Wenn nicht sogar schneller. Vorausgesetzt, der FTL weiß, wie er schicken muss. Und die Strecke ist frei. So, ich muss den Gül zu kriegen. Minus 36 Minuten. Ja, Mann, hat er in dem Sinn eine Verspätung oder irgendwie so verursacht? Ich meine, wenn du ihn halt nicht weiterschicken kannst, dann geht er halt einfach auf Parkgleis und gut ist. Da kann er dann ja stehen, ohne dass er halt jemanden stört. Solange mir Güterzug mehr so früh nicht im Weg ist, kann er bei mir rumstehen. Und wenn ich weiterschicken kann, umso besser. Ladies and Gentlemen, unser nächster Halt ist Wittichowe Glone, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Glaube ich zumindest. Aber müsste eigentlich rechts sein. Es ist, glaube ich, auch die einzige Szenerie, wo die alten Kühlwagen hier rumstehen. Planmäßig. Ist rechts. Ah, cool. So, dann rauschen wir mal nicht über Rot. Das würde ich voll super finden. Ja, wunderbar. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in der Zeit. Nice. So, Mustard.
Sehr geil. Okay. Ich hab noch ein, zwei Minuten. Ich nutze es mal ganz kurz für eine minimale private Pause. Macht keinen Blödsinn, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Habe ich was verpasst? In den Chat reingucken. Naja, schaut nicht so aus. Hier ist alles noch in Loot. Gefällt mir. So, eine Minute Abfahrt. Für unseren Community Express. Und da wird's grün. Sehr nice. Oh, da hat jemand Stress. Abort Entry. Meine Damen und Herren, bitte alle einsteigen. In den Express Richtung. Wohin fahren wir nochmal? Cassetti. Oder so ähnlich. Unser nächster planmäßiger Halt ist bis Sützna. So, würde ich hoch. Machen wir so. Ziehen wir das mal hier nach hinten ein bisschen. Was im Blick. Gut, Abfahrt. Ballgott. Haben wir uns den Typ C kaputt gemacht? Ich weiß nicht, also Willich Hobo an sich gerne Station, aber das geht mir schon total auf den Keks, dass eins der Stellpulte verdreht ist. So von der Ansicht her. Ich meine, aus FDL-Sicht her, wenn man den Posten als Referenz hernimmt, dann passt's wieder. Aber wenn man die ganzen Pulte so nebeneinander hat auf dem Bildschirm und eins ist dann verdreht, ne. Junge. Gute Schicht hier noch. Aber nach oben. Los geht's. Wo kann man das Licht einschalten? Was für ein Licht? Wie kommt man auf den Fahrplan? Au, oh, du bist TD2 ausprobieren. Mach das. Nicht auf PL1, wenn du noch keine Vorerfahrung hast, also nicht Multiplayer. Ich schau dir erstmal wirklich ein Tutorial-Video an. Eventuell von mir. Zwinker. Bevor du da im Multiplayer anfängst, sonst kommst du da nicht weit. Oder komm auf unseren Discord-Server. www.online.com/discord. Da sind ein Haufen TD2-Spieler unterwegs. Die können ich erstmal einweisen, bevor du da Multiplayer spielst. Ansonsten erstmal Singleplayer rumspielen, da die Züge kaputt machen. Sag mal, ist der Kompressor aus?
Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hat keiner gesehen. Ach ja. Der Kompressor, ne? Sein Freund ist ein Feind. Nicht das erste Mal, dass ich mit abgeschalteten Kompressor gefahren bin. Eigentlich ist so eine Warnung nicht schlecht, wenn der Druck nach unten geht. So, was haben wir denn da? Ich hole Retti. Oh, oh. Habe ich jetzt mal nicht gesehen. Hallo, Beretti. Was macht der Bahnübergang? Der war zu. Haben alle gesehen. Also ich habe Tage gebraucht, bis ich mich getraut habe, meinen ersten Valentine 2 zu machen. Die war stressig, aber nice. Ja. Die ersten Anfänge im Moment, die brauchen Nerven. Aber dann geht's. Aber ich habe auch gebraucht, bis ich erstmal Multiplayer gespielt habe, weil ich jetzt so Schiss gehabt. Alles würde ich mir vorgestellt, was vielleicht irgendwie schief gehen könnte. Aha. Anhalten! Oder auch nicht. Haben wir uns mal kurzfristig anders überlegt. So, gehen wir noch mal ein bisschen mehr Schmoggis. Sehr gut. Und bei einer der ersten Fahrten bin ich dann auf einen Little Beaver gestoßen. Der Rest ist Geschichte. Ah ja, unser Beaver. Was wird man nur über ihn tun? Ich glaube, sein Discord-Server war auch der allererste TD2 Discord-Server, auf den ich oben gewesen bin. Ich glaube, bisher auch der einzige. Gut, es gab da aber noch ein paar andere ganz kurz, aber... Sein Discord-Server war so meine Ground-Base für TD2. Nikola, da musst du eine andere Szenerie erstmal probieren. Es gibt ein paar Szenerien, die per Standard mitkommen, die nicht funktionieren. Einfach durchprobieren. Es sind welche dabei, die funktionieren. Ich weiß, das ist jetzt nicht optimal, aber es hat welche, die funktionieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den Server von Beaver raufkommen. Also entweder hatte mir damals irgendwie so einen Link geschickt oder so, oder wir haben in-game gechattet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gelaufen ist. Aber ich war so froh, dass es da deutsche Leute gab, mit denen ich mich unterhalten kann und dann gesagt hat, ja, so läuft's. Und wer auch eine große Hilfe war, weil er irgendwie die einzigen für mich verständlichen halbwegs Tutorials gemacht hat, das war der Fluffy Admiral.
Der hat nämlich so ein, zwei Videos über TD2 gemacht gehabt, wo er es am Anfang so erklärt hat, wie es funktioniert. War eine große Stütze. Der Rest war auf Polnisch und ich hatte einfach null Plan von Polnisch. Habe ich immer noch nicht. Aber mittlerweile kenne ich zumindest die Grundwörter und kann mich irgendwie so durchboxen. Aber ganz am Anfang einfach so Polnisch, zero knowledge. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Fluffy Admin ein bisschen weniger TD2 momentan macht. Aber ich frage mich jedes Mal, wenn er was macht, bin ich immer sofort dabei, mal gucken, was er dann macht. Der macht die Stream-Sachen immer total angenehm. Oh, ernsthaft, Leute. Jetzt muss ich ja mal runterbremsen. Warum funktioniert der Bahnübergang nicht? Deo. Sag mal. Ja, Störung sehe ich auch. Ist der Schrank wenigstens unten? Ja, der scheint unten zu sein. So, dann fahren wir hier mal langsam rüber. Gott, immer rein in die Bude. Oh, jetzt war ich so schön im Flow drin. Hast du noch mehr von diesen Spaßübergängen? Ich meine, oh, das ist immerhin besser als komplett schwarz. Aber das fand ich von Dani letztens so nice. Bei die Bahnübergänge, die offen gewesen ist, knallhart stehen geblieben, ausgestiegen, Bahnübergang gesichert, drüber gefahren. Das war cool. Aber ja. Wir haben keine Ausfahrt, so wie es aussieht. Können wir erstmal langsam machen. RG Rogo 47. Wären wir eigentlich noch on time. Noch. Das ist auch eine Möglichkeit, die Bahnübergänge zu sichern. Warum ist Z? Wieso kriege ich da jetzt Z? Bei der Einfahrt. Was für eine Art von Signalstörung hast du? Was machst du? Ja, gut. Anyway.
Dann fahren wir da mit 40 rein. Aber nichts an der Tatsache, dass wir keine Ausfahrt haben. Und dann Costanova. Jetzt besitzen der ganze Block hier. Also wir werden dann erstmal da. Einmal heizen. Sag mal, nochmal gerade OBS ein bisschen was Komisches anzeigt. Ich war jetzt die letzten 8 Minuten nicht gemutet, oder? War ich die letzten 8 Minuten gemutet und ihr habt nichts von mir gehört oder habt ihr mich gehört? Ich hoffe mal, dass die Ansage bei mir gerade falsch ist. Kein Mute. Okay, Gott sei Dank. Das wäre mal ein Epic Fail gewesen. Ich meine, wenn nicht das erste Mal, dass ich rumquatsch, ohne dass es irgendjemand hört. Das sieht man auch des Öfteren auf Discord. So, komm, Schmackes. Nee, Gas geben. Oh, nee. Jedes Mal, wenn ich Gas geben will. Moin, Philipp. Ich komme hier nicht vom Fleck. Mann. Was hast du denn gemacht, dass deine Bodywegänge kaputt sind? Also alle beide. Wie lange mache ich heute? Ich mache bis 22:14 Uhr. Theoretisch. So lange geht der Fahrplan, den will ich zumindest im Stream fertig haben. Und danach ist, glaube ich, für heute erstmal Schluss. Denn morgen wird anstrengend, da haben wir den Fahrtag. Mein DD2-Wind. Der geht dann schon lange genug. So, wo ist der Ball gegangen? Da hinten. So, bist du gesichert? Das sieht gesichert aus. Gut, passt. Dann können wir drüber heizen.
So, dann schauen wir da mal, ob wir auf 140 kommen und bleiben können. Aber sicher kommen, da kommt der nächste Bodybuilder. Der dann sagt, nö. Einmal noch. Wunderbar. Wer von euch ist denn am Morgen alles beim Vortag mit dabei? Lass es mal so einen Daumen nach oben rein. Schau mal an Yoshi. So, komm, rausgeben. Muss man sich anmelden? Nein, als Fahrer nicht. Einfach auftauchen. Discord-Server sein. Mal ganz kurz ein Guideline durchlesen, wie der Vortrag so funktioniert. Ist aber ziemlich einfach. Und dann ab 14 Uhr loslegen. Also gerade da ist es der ideale Moment, da bist du dann mehrheitlich unter den deutschen Leuten. Wir können dann ein bisschen zeigen, wie es ungefähr funktioniert. Und dann kannst du mal ein bisschen Strecke fahren, ohne Angst haben zu müssen, dass du eine Strafe kriegst. Moin Lars! So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was die nächste Szenerie war. 140, 130. Alter, der Benutzername. Matze, Kolle, Jobi und habe mich tot. Also jetzt gerade bin ich nicht auf dem Privatserver. Es gibt auch in TD2 keinen Privatserver. Aber unser Fahrtag ist auf PL2, der ist quasi nicht gewertet. Funktioniert aber genau gleich wie der PL1-Server, der gewertet ist. So, bis... Ach, da müssen wir anhalten. Da kann ich ja Zeit wieder aufholen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Oh, schaut mal hier mal so um. Moin sehen und tschüss. So, bis Schützen, da müssten noch so 3 oder 4 Kilometer sein, glaube ich. Mal rausgeben hier. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war SCS und mechanisch hier. Angaben ohne Gewehr.
Außer jemand kann mal ganz kurz nachgucken, aber ich glaube, das war SCS und mechanisch. Aber Bade hat seine Fahrschicht pünktlich beendet. Also muss das. Hört man doch gerne. Hab noch ein bisschen was vor mir. Aber wir sind einigermaßen gut in der Zeit. Nummer 20, einmal reingekommen. So, 4,8 Kilometer, dann haben wir unseren Halt hier. 140. Geben wir hier noch mal ein bisschen Gas. So, dann. Das passt. Was ist eigentlich so euer Standard-Pfeifsignal? Wie macht ihr das? Hoch, tief, hoch? Oder tief, hoch, tief? Oder hoch, tief und das dann lang? Was ist so euer Markenzeichen? Ich glaube, jeder macht das so ein bisschen anders. Oh, das sieht geil aus, wenn der da von der Seite kommt. Wir müssen langsamer werden. Alter, wie viele Pfeiftafeln hat's denn hier? Gut, das passt. Und da vorne haben wir dann unsere Station. Ich glaube, ich werde dann gleich nochmal die Zeit ein bisschen nach hinten stellen, damit es auf YouTube nicht allzu dunkel ist. Da haben wir einen. Herzlich willkommen im Besitzner. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist so die Station, wo ich mir damals immer die SM42 geholt habe, die auf dem Gleis hier gestanden ist eigentlich. Und ich wusste, wie man die
Spezialkompositionen macht. Und hier standen die halt immer. Schade, sie sind nicht mehr da. Aber ich meinte, das waren immer so zwei, die hier gestanden sind. Oder jemand ist schon auf die andere Idee gekommen und hat die schon mal geklaut. So, Abfahrt. 3 nach. Ja gut. Keine lange Chance. Da bin ich ja gar nicht gewohnt, sonst bin ich immer mit Verspätung, aber ich sollte mal öfter EN57 fahren. Gut. Lösen wir hier mal wieder. Zurückbleiben bitte. Der Zug fährt ab. Los geht's. Wahnsinn, jetzt sind wir schon so lange unterwegs und wir sind pünktlich. Das ist ja fast ein Wunder. Also wer von euch hat jetzt gewettet, dass wir eventuell verspätet ankommen? Ich meine, bis zum Endziel dauert es noch ein bisschen, aber ich frage nochmal. So, ich mache nochmal einen Tick Keller für YouTube. Falsches Menü. Gehen wir mal eine Stunde zurück. So. Abenddämmerung. Oh, schauen wir mal hoch hier. 700. Können dann fast eine Stunde lang 160 fahren. In der Theorie. Also werde ich hinhauen, aber rein theoretisch, gemäß Fahrplan. Ja, Bade, liebe, sie sind aktuell on time. Yes, I know. Gott sei Dank. Die Baden. Ihr nächstes haltzeigendes Signal wird geladen. Dankeschön. How? Oh shit. Oh, da. Das ist eine interessante Person in dem Stellwerk. Um das mal so zu sagen. Ich fahre das mal wieder zu. Die Liste ist mal ein bisschen zu lang. Möchte ich jetzt mal ganz schnell wieder rausfahren. Immerhin, Bahnübergang, Kunst, da kommt schon die Ankündigung. Inklusive Zug. Na, was haben wir denn? Ein gemischter Güterzug. Oh, dieser Song. Blaue Zwerge, mal wieder.
wo haben wir hier den Peron? Das wird ja jetzt nicht schon sein, oder? Und von der Zeit hin. Ist das Zylado? Ich war gerade unsicher. Das ist Zylado. Und Pepsi gibt mir Ausfahrt. Ihr seid alle Zeugen, ihr habt es alle gesehen. Gut, ist nicht was los, aber... Okay. Also, puh. Ich glaube, wäre ich jetzt ein bisschen abgelenkt gewesen, wäre die Gefahr groß gewesen, dass ich hier durchrausche. Aber gut. Wir müssen einen Fahrplan angucken und hinterfragen, was der FTL macht. So, wir bleiben da stehen. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Verspätung. Und warten kurz. Ich würde sagen, wir machen das mal auf Express. Da, Türen zu, weiterfahren. Für alle, die es nicht rausgeschafft haben, der nächste Halt ist... Sorry. In der Stunde. Boah, das ist mal einmal passiert. Im Intercity eingeschlafen. In den Olten, also ich bin in Zürich eingestiegen, wollte nach Olten. Hab Olten verpennt. Bin in Bern wieder aufgewacht. Ja, das war toll in der Nacht. So, komm, Schmuggis. Aber nachdem es Pepsi seine Szenerie ist, werde ich jetzt hier mal versuchen, auf Maximum Schmuggis zu fahren. Also nicht seine Szenerie, aber er macht es halt so, meine ich. Da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwas Komisches passiert. Hängt doch einer mit dem Bein in der Tür. Was? Also wenn, dann ist er schon weg. Soll ich es nicht sehen? Ah. Ah, das ist fies. So, komm. Lock, ich gebe Gas. 160 ist angesagt. Weiß, Bahnübergang ist auch wieder auf Weiß gegangen. So muss jetzt. Warte mal. War das hier nicht diese eine mega neue Ultra-Fett-Lang-Szenerie? Ich glaube ja. Das ist ein Schlüsselstellwerk, was ja auch in Warschau hat, bei Warschau hat, in Simrail. Und ich glaube, wir fahren jetzt genau auf der Strecke, was man in Simrail nicht sieht. Da kommt dann dieser Zugbringer daher. Und die Simrail-Strecke nach Katowice kommt dann von rechts, glaube ich, irgendwann rein. Glaube ich. Wenn wir dann aber bald sehen, wenn wir bei der Kreuzung sind. Das fährt jemand in meine Richtung? Ja, das sei's.
und der Kapimax. Eigentlich alle. Bis auf den letzten. Ja, mal gucken, wie wir rauskommen. Grad. Wir fahren auch noch die Lange in Polnok und Gora. Können wir ein bisschen den Vortag nachspielen. Haben wir ja auch beides mit dabei. Ne, ist das die andere Strecke? Und von links rein? Muss man hier ein bisschen Piano machen. Moment. Sind wir jetzt quasi von Richtung Warschau einfahren? Na. Oder doch? Ich muss die eine Hauptstation sehen. Ich frage mich gerade, ob mir jetzt... Na, das wird jetzt nicht die Richtung von Warschau sein, wo wir jetzt reingefahren sind. Da fängt es am linken an. Was ist da los? 130. Ach, ich komme gerade von Warschau. Okay. Lange Masse. So. Einmal auf der anderen Seite rüber. Liebe Leute, das ist eine 130er Weiche. Hier gleich nochmal. Das ist einzigartig. Holy shit. Da hätten wir uns am Bahnhof. Ja, jetzt kann ich es wieder erkennen. Von vorne jetzt unten. Was? Das war ein Denkfehler. Du fährst gerade Richtung. Also war ich doch Richtung Warschau. Wo kommt es hin? Jetzt mal überlegen, wir sind bei dem Haus so vorbeigefahren. Jetzt bin ich selber verwirrt. Aber egal. Jedenfalls haben wir hier diesen Abschnitt auch wie ein Simple. Das ist, glaube ich, noch closed, die Szenerie hier. Das ist noch in Testing-Phase. Im TD2. So, was sagen meine Hauskilometer? 22.000. Kann man sehen lassen. So, unseren Pepsi. Gehen wir mal nach dem Damm nach oben. Haben sie fein gemacht. Sykes müsste doch irgendwo vor mir sein. Oder ich überhole den. Fährt er hier auf der Tramstrecke rum? Oder bin ich schon vorbei? Ich habe so überhaupt nicht aufgepasst.